sein. Hallo Tierfreunde! Und willkommen zum nächsten Kochvideo. Ja, es ist wieder Kürbiszeit. Kürbiszeit! Juhu! Lalalala Kürbiszeit! Lalalala Kürbiszeit! Lalalala Kürbiszeit! Lalalala Kürbiszeit! Lalalala Kürbiszeit! Lalalala Kürbiszeit! Ja, wie auch immer. Ich wollte mit euch heute gerne eine Kürbispizza machen. Und zwar mit einer ganz besonderen Soße, nämlich einer Pilz-Tomatensoße. Ich finde nämlich, ja, Pilze passen wirklich prima zu Kürbis. Und als Boden machen wir einen schönen Kartoffelteig. Okay, los geht's. So, zuerst mal habe ich hier 250 Gramm gekochte Kartoffeln. Also das Rezept ist auch eine super Möglichkeit, um einfach gekochte Kartoffeln vom Vortag zu verarbeiten. Dazu kommen jetzt erstmal 50 Milliliter Öl. Ich habe jetzt hier Olivenöl. Ihr könnt aber auch genauso gut jedes andere Öl nehmen. Oder auch, wenn ihr möchtet, zum Beispiel Margarine. Und mit einem Kartoffelstampfer könnt ihr die Kartoffeln jetzt erstmal klein stampfen. Dann braucht ihr 125 Gramm Mehl, 1,5 Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Salz. Passt auf, wenn ihr Salzkartoffeln gekocht habt, also schon Salz dran ist, dann nehmt ihr natürlich auch ein bisschen weniger. Und außerdem ein kleiner Teelöffel Thymian. Und daraus könnt ihr jetzt erstmal einen schönen, geschmeidigen Teig kneten. So, dieser Teig hat jetzt natürlich nicht die Ziehkraft wie ein normaler Pizzateig. Also den könnt ihr einfach flach rollen, in die Hand nehmen und auf dem Blech legen. Ja, dieser Teig würde auf jeden Fall reißen, wenn ihr das versucht. Und deswegen werde ich ihn jetzt gleich auf dem Blech ausrollen. Aber zuerst mal könnt ihr ihn noch ein bisschen durchkneten, damit er auch schön geschmeidig ist. So, ich habe jetzt hier ein Backblech ohne Backpapier, das heißt, ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, auf Backpapier machen. Das Blech habe ich jetzt ein bisschen eingeölt mit 1-2 Esslöffeln Olivenöl. Da kommt jetzt der Teig drauf. Mit der Hand kann ich ihn erstmal so ein bisschen flach drücken. Einfach schön auf dem Blech verteilen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, den Teig jetzt wirklich bis zum Rand verteilen. Allerdings wird er dann stellenweise wirklich dünn werden. Deswegen, ja, reicht es bei mir jetzt so. Und den Rand könnt ihr ein bisschen hochklappen, sozusagen ein bisschen am Rand zusammenschieben, damit die Soße nachher nicht so leicht wieder runterläuft. Ja, mein Pizzateig, also die Form sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, ein bisschen wie Afrika mehr oder weniger. Naja, ich finde es jetzt nicht so wichtig, dass die Pizza unbedingt kreisrund ist oder eckig. Wenn euch das wichtig ist, dann ja, macht es einfach so, dass ihr das sozusagen ausrollt, immer wieder umklappt und dann sozusagen, dass ihr nachher einen runden Teig habt. Das ist nur ein bisschen schwierig, wenn ihr das auf dem eingeölten Blech macht, dann quasi klappt ihr immer das Öl in den Teig hinein und das mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gern, deswegen rolle ich ihn immer aus, so wie es kommt. Und deswegen sieht er bei mir jetzt auch so, ja, kunstvoll aus, sozusagen. So, dann geht's in die Soße. Zuallererst mal braucht ihr zwei Zwiebeln. Könnt ihr erstmal schälen und dann in feine Würfel schneiden. Außerdem habe ich hier zwei Knoblauchzehen. Die könnt ihr ganz einfach in Scheiben schneiden. Könnt ihr auch genauso gut fein würfeln, wenn ihr möchtet. Dann habe ich hier eine Tomate. Das sind jetzt ungefähr 150 Gramm. Die könnt ihr auch ganz einfach würfeln, nicht so fein wie die Zwiebeln, vielleicht ein bisschen grober. Dann habe ich eine lange dünne Paprika, die werde ich jetzt ganz einfach in Streifen und in Würfel schneiden. Wenn ihr jetzt nur diese etwas dickeren Paprikasorten habt, dann ja, würde ungefähr eine halbe reichen von der Menge her. So in Streifen und dann in feine Stückchen. Und als letztes, wie schon gesagt, die Pilze. Das sind jetzt hier 150 Gramm. Die könnt ihr alle halbieren, also je nach Größe halbieren, dritteln und dann in feine Würfel schneiden. Wenn die ein bisschen größer sind, einfach noch mehrmals durchschneiden, damit ihr halt ungefähr solche kleinen Würfel rauskriegt, die ja circa so groß sein sollten wie auch eure Zwiebelwürfel. So, dann braucht ihr einen Topf mit ca. 2-3 Esslöffeln Olivenöl und da könnt ihr erstmal die Zwiebeln drin anschwitzen und den Knoblauch auch gleich mit. Und nach 1-2 Minuten könnt ihr dann auch
die Pilzstückchen dazugeben und das Ganze schon mal nach Geschmack salzen. So, nach weiteren 1-2 Minuten könnt ihr dann auch die Tomaten und die Paprika dazugeben und die Hitze auf die Hälfte reduzieren, damit das Ganze jetzt schön einkochen kann. Würzen könnt ihr es auch gleich. Erstmal mit etwas Pfeffer. Dann kommt noch ein Teelöffel Oregano dazu. Und ca. ein halber Teelöffel Rosmarin. Dann geht ein Deckel auf den Topf, reduziert die Hitze ca. auf ein Viertel. Also jetzt Stufe 2,5. Und lasst das Ganze dann ungefähr 10 Minuten schön durchziehen. Ab und an könnt ihr auch mal umrühren. Ja, dann geht's an den Kürbis jetzt. Ich habe jetzt hier einen relativ kleinen Kürbis, das sind jetzt ungefähr 400 Gramm. Also ich weiß auch nicht, ob ich alles davon brauchen werde. Ja, den könnt ihr erstmal halbieren und mit einem Löffel die Kerne rauslösen. So, die Kürbishälften könnt ihr jetzt entweder gleich so in Scheiben schneiden oder ihr viertelt die vorher nochmal, so wie ich das jetzt mache. Und schneidet sie dann in dünne Scheiben. Das ist im Grunde euch überlassen. So, den Kürbis gebt ihr jetzt erstmal in eine Schüssel. Und da ich jetzt nachher keinen Käsesatz oder irgendwas in der Richtung machen werde, sondern einfach die Kürbisscheiben nachher so oben auf der Pizza liegen, werde ich die Scheiben jetzt etwas marinieren. Und zwar einfach in ungefähr einem Esslöffel Olivenöl. Damit die nachher einfach nicht austrocknen sozusagen, sondern wenn, dann höchstens ein bisschen braun werden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sie jetzt auch noch salzen, aber eigentlich sollte der Teig bzw. eigentlich die Soße genug gewürzt sein, dass das nicht mehr nötig ist. Ja, und so sieht eure Soße jetzt mittlerweile aus, ungefähr nach 5 Minuten köcheln. Dann könnt ihr jetzt noch ein kleines bisschen Wasser dazugeben. Ich habe jetzt hier ungefähr eine halbe Tasse, ist ein kleines bisschen weniger. Und die Soße einfach nochmal hochschalten und einmal sozusagen kurz aufkochen lassen. In diesem Zuge könnt ihr sie jetzt auch nochmal abschmecken. Ja, und wenn sie anfängt zu köcheln, dann könnt ihr sie nochmal ungefähr 2 Minuten köcheln lassen, damit die ganze Soße nochmal ein bisschen eindicken kann. Dann könnt ihr den Herd erstmal ausschalten und den Topf ganz einfach noch kurz darauf stehen lassen, bis ihr meint, dass ihr die richtige Konsistenz habt. Also es sollte wirklich nicht zu flüssig sein, sondern so ein ganz kleines bisschen angedickt sein. Sozusagen, wenn das so ein bisschen zähflüssig wird, dann ist die Soße genau richtig. Dann könnt ihr die Soße quasi einfach erstmal vom Herd schieben und ja, ein paar Minuten erstmal abkühlen lassen. Und inzwischen könnt ihr auch schon mal euren Herd vorheizen, und zwar auf 200 Grad bei Umluft. So, wenn die Soße ein paar Minuten abgekühlt ist und euer Ofen auch schon die richtige Temperatur erreicht hat, dann könnt ihr eure Soße auf eurer Pizza verteilen. Einfach mit einem Löffel schön bis zum Rand hindrücken. Und dann verteilt einfach gleichmäßig eure Kürbisstückchen auf der Pizza. Ja, ich habe jetzt den ganzen Kürbis gebraucht. Jetzt so circa ein Viertel bis die Hälfte ist noch übrig. Ich würde es auch nicht unbedingt so machen, dass ihr das einfach raufkippt und verteilt. Zwar, wenn die Kürbisstückchen so übereinander liegen, also übereinander lappend liegen, dann kann es auch gleich passieren, dass die oberen rausguckenden Stückchen ganz einfach austrocknen. Und das ist dann auch nicht so wirklich lecker. Deswegen nehmt euch die Zeit, wie ich jetzt hier auch, und legt sie wirklich ordentlich nebeneinander. So bekommt ihr eigentlich auch das beste Ergebnis nachher raus. So, der Ofen ist vorgeheizt und ab dafür. So, rein damit. Und wenn ihr jetzt einen Umluftherd habt, dann könnt ihr die Hitze noch ein bisschen reduzieren auf 190, 180. Wenn ihr jetzt nur Ober- und Unterhitze habt, dann lasst es auf jeden Fall auf 200 Grad. Und die Pizza backt jetzt erstmal für 20 Minuten und dann schauen wir erstmal, ob wir sie vielleicht auch noch ein bisschen länger drin lassen. So, das waren jetzt 20 Minuten. Und wie ihr seht, bei den Kürbisspitzen, da ist schon ein bisschen braun geworden. Und auch der Rand sieht schon ziemlich dunkel aus. Deswegen, 20 Minuten werden auf jeden Fall ausreichend sein. Ja, ich hole sie erstmal raus jetzt. So,
Ja, also ich finde, die sieht top aus und der Teig ist am Rand schon ein kleines bisschen doll dunkel geworden. Also vielleicht könnt ihr da zu Hause wirklich noch ein bisschen mehr aufpassen. Und vielleicht Temperatur wirklich noch ein kleines bisschen runterschalten oder sie einfach früher rausholen. Ja, ich werde jetzt mal anschneiden. Ja, der Kartoffelteig ist echt ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln, da er auch jetzt immer noch sehr leicht zerfällt. Wahrscheinlich, wenn die Pizza jetzt ein bisschen abkühlt, dann wird er auch ein bisschen stabiler werden. Aber bis dahin, ja, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr die Pizza vom Blech nehmt. Also wenn euch das mit dem Kartoffelteig nicht so zusagt, weil das einfach nicht so, ja, wie normaler Teig sich ziehen lässt und es einfach ein bisschen brüchiger auch nachher nach dem Backen und so weiter, dann, ja, nehmt einfach normalen Pizzateig, also ganz normal aus Wasser, Mehl und Olivenöl. Und dann habt ihr auf jeden Fall eine stabilere Pizza. Ich fand halt nur, das ist mal was anderes als immer nur dieser gleiche, ja, Mehlteig. So, mal kosten. Auf jeden Fall braucht ihr kein Messer, um die Pizza zu schneiden. Mmh. Mmh. Oh, lecker. Der Teig ist zwar auch viel weicher als der normale Mehlteig, aber er schmeckt. Also ich finde, er schmeckt bombastisch. Besonders mit dem Thymian drinnen. Der Hammer. Nom, nom, nom. Übrigens noch ein super Geheimtipp. Wenn ihr nicht wisst, was ihr sagen wollt, sagt einfach nichts. Übrigens noch ein kleiner Geheimtipp. Ich habe jetzt hier Hokkaido-Kürbis genommen, weil ich ganz einfach den ganzen Garten voller Hokkaido-Kürbis habe. Und ich habe es aber schon mal probiert mit Butternut-Kürbis. Und das ist, ja, ich weiß auch nicht, das ist um Längen besser nochmal als Hokkaido-Kürbis. Der wird viel weicher, viel zarter. Und ja, den könnt ihr auch einfach auf eine ganz normale Pizza rauflegen. Der wird richtig weich werden und ja, schmeckt einfach, ja, bombastisch. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbacken. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, was so eure liebsten Pizza-Variationen sind. Und dann bis zum nächsten veganen Kochenende. Ciao! La 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 la, close pizza, la 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 la, close pizza.